das, was die Bergjagd so besonders macht, ist die Ruhe hoch oben am Berg, das Alleinsein, du, dein Jagdhund und das Wild. Und die Momente, die man da erleben kann, sind unbeschreiblich und wunderbar. Die traditionelle Bergjagd hat ihren gleichbleibenden Charakter. So wie es früher war, mit der körperlichen Anstrengung, mit dem ganzen Aufwand, den man betreiben muss, um zu der Gams raufzukommen, so ist es heute auch noch. Man muss sich körperlich anstrengen. Es wird kein Weg daran vorbei, dass man nicht den Berg raufgehen muss. Auf der anderen Seite hat sich die moderne Jagd so weiterentwickelt, dass wir heute mit Schalldämpfern schießen können, dass wir Wärmebildgeräte zur Verfügung haben, dass wir Rucksäcke zur Verfügung haben, die es uns erleichtern, das Gewehr im Rucksack zu tragen, das erlegte Wild im Rucksack den Berg hinunterzutragen. Und dort verbindet uns die traditionelle Jagd immer noch mit der modernen Jagd. Das passende Stück ist für mich nicht immer das Stück, auf das ich jetzt unbedingt weit werken will. Das passende Stück kann auch bei näherer Betrachtung eines Rudels ein abseits stehendes, schwaches Tier sein, das einfach in diesem Moment besser zum Abschuss passt, als wie diesen Gamsbock, den ich mir vorgenommen habe. Aber genauso kann das passende Stück ab und zu nicht dabei sein. Und man sollte dort den Finger einfach gerade lassen und wild beobachten und den Anblick genießen. Für mich als Berufsjäger ist die Ausrüstung sehr, sehr wichtig, da wir sie täglich brauchen. Und dazu gehört gutes Schuhwerk, passende Kleidung, ein Rucksack mit gutem Tragekomfort und viel Platz und eine Büchse, auf die man sich verlassen kann. So Staub und Schläuche. Also das wäre ein passender Abschluss. Zudem, dass wir halt wirklich noch am Anfang vom Jagdjahr sind und wirklich alles frei haben. Und wenn er breit steht, bringst du einen sauberen Schuss an. Dann kannst du dich mal vorbereiten. Was für mich ganz, ganz wichtig ist, ist, zur Wertschätzung gehört auch der Umgang mit dem Wild nach dem Schuss und auch die Verwertung des Wildes. Das Wildbrett ist eins der höchsten Güter, was wir haben,
Und das gehört auch zur Jagdtradition eines Jägers dazu, das zu verwerten. Die Bergjagd ist für jeden Jäger so etwas Besonderes, dass das Bergen des eigenen Stückes selbstverständlich ist und dazugehört. Für mich ist die Bergjagd die Jagd auf Gams und Steinwild. Und das ist ein ganz besonderes Highlight im Jagdjahr. Die körperliche Anstrengung, die man aufbringen muss, um wirklich dorthin zu gelangen, wo diese Wildtiere leben. Man muss so viel leisten, damit man eine erfolgreiche Jagd hat. Und man wird dann einfach mit einem unglaublichen Erlebnis belohnt.